Möchtest du im Unterricht gern auf der Blockflöte deiner Eltern oder Großeltern spielen? Oder wünschst du dir ein eigenes Instrument und möchtest wissen, worauf du beim Kauf achten solltest? Dann überprüfe doch einmal die Größe der einzelnen Grifflöcher. Ähneln sie der barocken Griffweise auf der linken Seite der Abbildung, bei der genau in der Mitte das vierte Tonloch kleiner ist als alle anderen? Oder ist das fünfte Tonloch kleiner, wie bei der deutschen Griffweise auf der rechten Seite? Warum gibt es überhaupt verschiedene Griffarten? Ursprünglich gab es nur die barocke Griffweise. Vor etwa 100 Jahren aber, also um 1920, erfand Peter Harlan die deutsche Griffweise, die manchen Menschen im Anfangsunterricht einfacher zu greifen erscheint. Das Problem dabei: die deutsche Griffweise kann bei manchen Tönen ungewollt schief klingen und bei anderen Tönen komplizierte Griffe erfordern. Deshalb wird im Blockflötenunterricht die historische barocke Griffweise gelehrt. Sie ist sozusagen ein Qualitätsmerkmal für guten Blockflötenunterricht. Mit den abgebildeten Doppellöchern hat die Griffweise übrigens gar nichts zu tun. Die Doppellöcher sind nämlich bei beiden Griffweisen möglich. Lediglich die Größe des vierten bzw. fünften Griffloches ist entscheidend. Viel Spaß beim Prüfen und Vergleichen!